Hi und herzlich willkommen wieder zu den Kulturgesichtern 0831, dem Studio-Talk. Und wie du siehst, sitzen wir heute etwas in einem anderen Setting und wir haben heute auch keinen klassischen Studiogast, also keinen Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche, der uns erzählt, wie er die aktuelle Situation gerade erlebt, was er daraus macht und wie es ihm gerade geht, sondern die Ramona ist da. Schön, dass du da bist. Hi Hannes. Mega cool. denn wir wollen uns heute einfach generell über die Kulturgesichter unterhalten, ganz viel Danke sagen und einen Ausblick geben auf die nächsten Kulturgesichter, so einen kleinen Review starten, wie wir die letzten Monate in diesem Format mit euch zusammen und mit den Kulturgesichtern erlebt haben und das in einem ganz persönlichen Gespräch mit Ramona, da freue ich mich tierisch drauf und bin gespannt, wir sind im ständigen Austausch, das ist keine Frage, aber ich glaube, wir kommen auf den einen oder anderen Punkt, den wir so jetzt noch nicht beleuchtet haben, weil wir haben jetzt gesagt, wir haben uns ein paar Stichpunkte gemacht und sprechen jetzt einfach drauf los und nehmen euch da mit und da an dieser Stelle der ganz große Aufruf und die große Bitte, mit uns in Interaktion zu treten, hört sich geschwollen an, schreibt bitte in die Kommentare, was das Zeug hält. Entweder Lob, Anerkennung, Mut machen oder Fragen oder auch Optimierungsvorschläge oder sonst irgendwas. Weil, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe aus einem unserer letzten Gespräche, die Kulturgesichter und der Studio-Talk gehen weiter, oder? Ja, auf jeden Fall. Was steht an, was machen wir? Auf jeden Fall. Ja. Keine Frage. Ja. Also, warum wollen wir weitermachen? Warum ist eigentlich ganz einfach, weil wir das alle lieben, was wir hier tun und weil das Feedback auch so toll ist bisher und ja, einfach, das muss weitergemacht werden und die Kulturbranche steht ja nicht still, das geht ja jetzt wieder weiter, es wird langsam wieder geöffnet oder wie auch immer, manche Bereiche ja, manche Bereiche nicht, mal schauen und ja, natürlich gibt es da ganz tolle Menschen, die man noch dazu befragen kann, wie es ihnen gerade so geht und was sie machen und was sie in Zukunft geplant haben. Weil, falls es inzwischen auf der Strecke geblieben sein sollte, die Kulturgesichter 0831 bzw. der Studio Talk will Mut machen. Zum einen den Branchenkollegen weiterzumachen, an sich zu glauben, an die Kultur, an die Veranstaltungsbranche und da nicht aufzugeben, nach den Möglichkeiten, muss man dazu sagen. Und zum anderen aber auch das Signal nach außen zu schicken, an euch, die ihr das anschaut und nicht in der Kulturbranche seid und arbeitet und lebt, sondern vielleicht eher die Konsumenten seid. Also jeder von uns genießt Kultur direkt oder indirekt. Ja. Ob es Konzerte sind, ob es Theater ist, ob es Musik im weitesten Sinne ist, egal was es ist. Also jeder Musikgenuss stammt von einem Kulturschaffenden. Ja. Was gibt es noch für Beispiele? Kabarett zum Beispiel, ganz wichtig, Comedy. Es gibt Zirkus zum Beispiel, gehört auch zur Kultur dazu. Künstler gehören zur Kultur dazu, ne? Also freischaffende Künstler, Maler. Schauspiel gehört zur Kultur dazu, auch ganz wichtig, auch ein riesiger Bereich. Ja, ganz viele verschiedene Sachen, die uns das Leben schöner machen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, ja. Was war das für ein Claim nochmal? Viele bunte Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling mit Zottsahne, Joghurt. Ist mir erst aufgefallen, als ich es gerade gesagt habe. Aber es kommt wieder, gell? Ja. Mega. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was jeder spüren kann und fühlt. Entweder sagt er, ich würde gern wieder konsumieren und auf ein Konzert gehen, ein Kabarett besuchen. Oder auf der anderen Seite, ich würde auch die Kultur gerne wieder präsentieren und schaffen. Genau, genau. Also ich glaube, die beiden Komponenten sind ganz wichtig. Derjenige, der auf der Bühne steht, der den Energieaustausch hat zwischen Publikum und ihm, der einfach das macht, weil er das auch irgendwie braucht und weil er das einfach lebt. Und derjenige, der unten sitzt und die Kultur genießt, egal in welchem Sinne. Natürlich, das ist total wichtig. Also finde ich, Kultur ist schon irgendwie, systemrelevant ist so ein böses Wort, aber jeder Mensch braucht irgendwie Kultur, braucht Abwechslung vom Alltag, von seinem Privatleben oder was auch immer oder von seinem Berufsleben. Und das hast du mal schön beschrieben, dass Veranstaltungen besuchen, auf ein Konzert gehen oder was auch immer, so die Flucht aus dem Alltag ist. Genau, ja. Wieso brauchen das die Menschen? Weil ich einfach glaube, dass dass man sich selber entfalten kann
dadurch und das auch wieder von beiden Richtlinien aus oder von beiden Sichtweisen aus. Ich glaube, dass das ein totaler Energieaustausch ist zwischen Künstler und Publikum, weil ja, du einfach diesen permanenten Energieaustausch dann auch hast. Also gerade wenn du einen Künstler auf der Bühne hast, einen Sänger, der singt ein Lied, der beschreibt ja eine Emotion. Und jegliche Emotion wird dann übergetragen aufs Publikum und das Publikum spürt es dann auch. Also ich fühle die Emotionen dann mit. Gerade Musik ist so ein wichtiger Emotionsträger und bestätigt mir dann auch meine Emotionen oder meine Gefühle in dem Moment. Und wenn ich das fühle und spüre und das geht dann wieder auf den Künstler über, ist das so ein dauernder Kreislauf. Und da gibt es dann einfach wirklich so die Möglichkeit für Explosion, für Feuerwerk, wie auch immer, in welche Gefühlsrichtung auch. Ob das jetzt Lachen ist, ob das Weinen ist oder was auch immer. Und ich finde, das ist ja sehr, sehr wichtig. Mhm. Und das fehlt auch. Und es haben jetzt ein paar so Sachen stattgefunden über den Sommer. Wenn man da wieder hingeht und das ganz bewusst betrachtet, anschaut, das genießt, dann stellt man das auch total fest. Mhm. Wie sehr das gefehlt hat, wie sehr die Leute das wieder brauchen. Mhm. Weil du kannst natürlich den ganzen Tag irgendwie vor Netflix hocken, aber das ist nicht das, wo du einfach auch mal rauslassen kannst. Nee. Ja, das ist so die Verstümmelung der Emotionalität. Damit, ja, gell? Voll, voll. Und ja, Emotionen, Gefühle gehören dazu. Mhm. Zum Leben ist meiner Meinung nach auch total wichtig, dass man die auch immer rauslässt, egal wie sie sind. Und nur dann fühle ich mich dann wiederum bestätigt in meiner selbst oder so, wenn ich das rückgespiegelt bekomme, kann mich selber reflektieren, kann sagen, okay, jetzt habe ich das durchlebt, dieses Gefühl und bin dann wieder bereit, das abzuschließen zum Beispiel oder einfach mich wieder auf was Neues einzulassen oder wie auch immer. Das ist echt ganz cool, weil wenn mal so mal guckt, was habe ich für Kultur die letzten Jahre genossen, ob es ein Theaterstück war, wo ich dann echt nachdenklich nach Hause gegangen bin und vielleicht auch traurig war, weil mir das irgendwie was angetriggert hat, ein Gedankengang in dem Theaterstück war, die traurigen Emotionen in dem Fall hochgeholt hat, aber es schön war, das so zu durchleben. Oder eine fette Party mit Seat in the Big Box, völlig verschwitzt und mit Kumpels abgegangen wie Schmitz Katze, was dann wieder die Party-Emotionen sind, die rausgelassen werden. Und wie du sagst, dieser Ausstieg aus dem Alltag, aus dem Alltagumfeld und da wieder den emotionalen Akku vielleicht auch aufzuladen, oder? Genau. Was ja also, dann immer zugute kommt. Ja, voll. Also gerade wenn du jetzt an so ein Konzert denkst, wo du voll Party machst, da gehst du ja glücklich raus. Mhm. Da gehst du lachend raus, da gehst du glücklich raus. Du hast dich ausgepowert dann mal. Es war mal einfach nur so abschalten. Du konntest einfach du selber sein. Du konntest völlig durchdrehen, ganz egal was. Und das ist so freisetzend. Ne? Das löst so viel Energie aus, so viel Freiheit dann auch aus in dem Moment. Und das Coole ist auch, die Erinnerungen dran immer wieder zu haben. Das sind immer wieder Flashbacks. Klar, sieht Konzert ist jetzt 2 Jahre her und ich denke trotzdem noch dran. Ja? Ja. Also das war das Erste, was ich gerade, was mir eingefallen ist. Oder ins Theaterstück im Theater in Kempten, wo ich sage so, wow, ganz schön nachdenklich nach Hause gegangen. Mhm. Aber das bleibt in Erinnerung. Das ist jetzt nicht, ich könnte mich nicht an den vorletzten Netflix-Film erinnern, den ich anguckt habe, ehrlich gesagt. Ja, weil es auch irgendwie, ich glaube, Musikkultur ist ähnlich wie Reisen. Das ist einfach horizonterweiternd. Voll. Und wenn du ein Kabarettstück anguckst und da geht es viel um Politik oder so, erweiterst du auch wieder deinen Horizont. Und natürlich denkst du dann drüber nach. Mhm. Manche Dinge machen dich vielleicht traurig, aber es gehört zum Leben dazu, auch mal traurig zu sein oder das auch mal rauszulassen. Ja, und ich finde, das macht einfach immer wieder so, es erweitert das Blickfeld für andere Dinge, für andere Situationen, für andere Menschen, wie auch immer. Und es ist live erleben am eigenen Körper mit allen Sinnen, nicht nur auf der Mattscheibe. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu dem, was digital im Moment gerade möglich ist. Mhm. Gut, dass es möglich ist, keine Frage, sonst könntet ihr uns jetzt gerade auch nicht sehen, an eurem Handy, an eurem Laptop oder wo auch immer. Ja. Aber es ersetzt das Live-Erlebnis und das echte Feeling nicht. Nee, vor allem auch dieses Gemeinschaftsgefühl, das man hat. Mhm. Man durchlebt das ja alles in der Gruppe, in der Gemeinschaft und so. Und wenn ich immer nur in meinem Zimmer vor dem Fernseher sitze, dann habe ich diese Gemeinschaft nicht. Dann mache ich das alles mit mir alleine aus oder das Ding mit mir alleine aus. Mhm. Und Gemeinschaftsgefühl ist da unglaublich wichtig. Ja. Absolut. warum ist es so wichtig, dass
die Kulturgesichter im Studio Talk diese Plattform bekommen, um ihre Geschichte zu erzählen. Weil wir wollen ja, und das hatten wir auch oft beschrieben und an der Stelle nochmal gerne, nicht politisieren, nicht jammern, nicht meckern, sondern Mut machen, aber auch mal den Blick hinter die Kulissen zulassen, dass ein Verständnis aufkommt, wie es Kulturschaffenden oder Menschen in der Veranstaltungsbranche gerade geht. Weil ich sage jetzt mal, wenn ich im Büro arbeite oder in der Firma arbeite, da läuft es relativ normal, sagen wir es mal so, weiter. Und für die Branche oder für die Menschen ist das ganze Leben gerade nahezu auf den Kopf gestellt. Ja. Entweder noch in Gänze oder zumindest teilweise noch. Also auch wenn wir da noch weiter mit Leuten uns unterhalten werden, bin ich gespannt, was da rauskommen wird, inwieweit es immer noch so ist, inwieweit es wieder Normalität ist und alles so läuft wie zuvor oder was sich geändert hat. Ja. Mit den neuen Möglichkeiten jetzt. Ja? Weil es sind wieder andere als im Sommer, wie du gesagt hast. Oder als wir angefangen haben im März, da war immer ganz was anderes. Ja, komplett nahezu komplett Lockdown noch. Ne? Genau. Da war es nur was komplett anderes und da gab es irgendwie auch noch keine Aussicht irgendwie. Trotzdem hat man da schon die Verschiedenartigkeit von den Gesichtern auch gesehen und so. Manche, die wirklich haben, ich habe meine komplette Identität verloren. Die anderen, die immer wieder neue Sachen gemacht haben und immer wieder kreativ waren. Und das war wirklich was, die Branche ist so kreativ und die Menschen, die da drin arbeiten und die immer wieder einfach weitermachen und echt unglaublich spannend zu sehen, an welche Punkte jeder Einzelne gekommen ist. Es gibt, glaube ich, welche, die kratzen immer so an der Oberfläche und sagen, ja, nö, ist jetzt halt scheiße und dann muss man halt gucken und so. Und manche, die haben sich wirklich extrem mit sich selber beschäftigt auch und mit dem weiteren Fortgang dann auch oder mit ihrem weiteren Leben. Und das ist unglaublich spannend gewesen, finde ich. Und ich habe bei vielen dann immer nur so ein, zwei Thematiken rausgehört dann auch. Ne? Also eben gerade, wie weit lasse ich das alles zu oder wie betrachte ich das Ganze? Sage ich jetzt irgendwie, der Virus ist schon, Entschuldigung, dass ich wieder sage, Scheiß. aber ich mache das Beste draus. Oder sage ich, nein, ich weiß nicht, oder wie. Und das habe ich bei fast keinem gesehen und fand es total beeindruckend, wie die Leute einfach, wow, wie die gekämpft haben auch und so. Was ich mir so jetzt retroperspektivisch hängen geblieben ist, dass es, glaube ich, echt, man kann sich mit fast jedem identifizieren beziehungsweise ihn verstehen und nachvollziehen. Und ich sehe es so als Learning, als Perspektivenwechsel auch, das mal aus einer anderen Brille zu sehen, um ein Arbeitsleben oder ein Leben generell oder einfach auch nur Meinungen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und da gespiegelt zu bekommen, was auch wieder wie ein cooler Dialog ist, wie ein tolles Gespräch, wie ein toller gemeinschaftlicher Abend. Wo ich sagen muss, da war bei jedem der Kulturgesichter echt ein Gimmick dabei, wo ich sage, voll das geile Learning oder voll die geile Meinung. Sollte ich mal drüber nachdenken. Ja. Voll. Das ist immer ein cooler Impuls. Ja, absolut. Das ging mir auch so. Und teilweise auch krasse Emotionen. Also ich kriege gerade fast Gänsehaut, wenn ich an manche Gespräche denke, wo wirklich so eher nicht nur den Tränen nahe, sondern auch geheult wurde dann. Entweder vor laufender Kamera oder dann hinter den Kulissen. Hatten wir alles. Hatten wir alles, ja, mehrfach. Eine Träne pro Gespräch ist mindestens gekommen. Nee, so. Voll. Ja, aber nicht aus Mitleid. Nee, gar nicht. Nein, null Mitleid, null. Sondern eher Rührung? Rührung, Verständnis. Bei mir ganz oft Bewunderung, dass dieser Mensch jetzt da sitzt und das mal so zugibt. Oder so nah an sich rangekommen ist. Oder ganz viel Bewunderung teilweise, weil mir da auch echt Leute hatten, die, was weiß ich, schon seit 20 Jahren auf der Bühne stehen als weltweite Band. Ja. Und die dann da hinsitzen und sagen, ja, mir ging es auch scheiße so. Die Ehrlichkeit auch. Ja, ehrlich, einfach ganz ehrlich im Gespräch und gegenüber uns auch und dir als Gesprächspartner dann immer so ganz, ganz offen waren. Also das wirklich, wo ich sage, schaut euch, bevor ihr irgendeinen Scheißfilm auf Netflix anguckt, schaut euch einen Clip von den Kulturgesichtern an,
Habt ihr auf jeden Fall einen Mehrwert davon. Ja, das auf jeden Fall. Genau. Jetzt nochmal zurück zur Eingangsfrage. Mhm. Warum sollten wir das weitermachen? Weil es Spaß macht. Okay. Nee, weil, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Aber auf gar nichts. Das war einfach wirklich nur offene Frage. Weil ich glaube, es gibt mehrere Aspekte. Ja, ich will es weitermachen, weil das mein Herzblut ist, mein Leben ist. Die Kulturbranche, die Veranstaltungsbranche. Weil das unglaublich schön ist, Menschen aus der Branche kennenzulernen, so nah kennenzulernen, weil das total viel gibt, finde ich. Also mir gibt es unglaublich viel. Und weil das einfach, ja, ich glaube, das ist so wichtig, dass man das sichtbar macht auch. Dass man die Leute auch mal zeigt so, und dass man erklärt. Ja, also ich finde, das ist aus mehreren Aspekten wichtig. Mhm. Auch für die Künstler, für die Techniker, egal wie wir da auf der Bühne hatten, die auch immer wieder gekommen sind und gesagt haben, hey, geil, dass ihr das macht. Cool, dass ihr uns nicht vergessen, dass da Leute sind, die haben uns nicht vergessen. Mhm. Uns gibt es noch und wir werden als noch wichtig angesehen. Und ja, einfach dieses durchweg positive Feedback, egal in welche Richtung. Warum sollen wir das dann nicht weitermachen? Ja, stimmt. Vor allem auch, jetzt kommt es mir gerade tatsächlich, dass wir sind, auch wenn wir jetzt gerade nicht unsere Veranstaltungen machen, unsere Konzerte geben, auf der Bühne stehen, im Theater stehen, wir werden trotzdem wahrgenommen. Mhm, genau. Und wenn wir das mit dem Studio Talk bieten können, ist das für mich schon mal ein ausschlaggebender Grund, daran weiterzumachen. Ja, genau. Und auch das Gefühl, sie sind nicht allein. Mhm. Es gibt den anderen genauso. Mhm. Auch die Gesprächsplattform zu geben, darüber reden zu können, ganz offen und ehrlich. Ja. Auch mit euch zusammen und vor laufender Kamera. Das ist auch nochmal was, wo ich sage, das ist ein ernstes Interesse an der Person und an der Tätigkeit, die sie machen. Mhm. Und eine Wertschätzung auch. Genau, Wertschätzung. Voll. Und auf der anderen Seite, aber auch wenn ich wieder das aus der Sicht sehe von Menschen, die nicht in der Kulturbranche arbeiten, es ist saumäßig spannend, mal über den Tellerrand rauszugucken. Okay. Und jeder kennt natürlich die Branche von allen Arten der Veranstaltung oder von allen Kulturangeboten, die es gibt, aber meistens nur das, was die Oberfläche, sage ich jetzt mal. Und das ist wirklich so ein tieferer Blick hinein, der da nochmal ein tieferes Verständnis, glaube ich, schafft. Ja. Und worauf ich mich vor allem freue, ist, dass wir in den nächsten 5 Sendungen, die wir bald aufzeichnen werden, nochmal andere Gäste auch wieder haben. Okay, da gehen wir jetzt sofort rein. Was für Gäste kommen? Ich weiß es selber noch gar nicht. Erzähl mal. Also die ersten zwei habe ich letztes Mal schon angefragt. Die konnten da leider nicht und bin froh, dass wir die dieses Mal dabei haben. Das ist der Marco vom Allgäu's Finest Festival. Okay, das Beispiel. Festival genau. Im Allgäu. Mhm. Ja, das ist wirklich richtig toll und ich glaube, mega interessant auch so diesen Festivalcharakter dann auch mal zu haben. Okay. Der zweite ist der Thompson. Warte mal kurz, Festivalcharakter, auch jetzt im Moment gerade spannend, glaube ich. Genau. Weil teilweise geht es schon wieder, teilweise klappt es noch nicht so ganz. Mhm. Bin ich super gespannt drauf, was der erzählt und wann es das nächste Allgäu Finest gibt und ob es das wieder gibt. Ja. Sehr cool. Ja, freue mich drauf. Ja. Und dann haben wir den Thompson von der neuen Band Roots Man Fire. Ne? Ja. Da bin ich auch mega gespannt, weil die hatten jetzt auch ihre ersten paar Auftritte, so ganz, ganz neue Band-Kombi quasi. Die haben sich in Corona gegründet, oder? Neue Band erschaffen. Mhm. Genau. Glaube ich, gleich ins Studio gegangen und aufgenommen und neue Band jetzt. Ja. Die ersten einzelnen Gigs gehabt. Ja, genau. 5 Lieder. Du hast es schon live erlebt, oder? Ja, ich habe sie schon live gesehen, ja. In Kempten, der Kultursommer. Genau. Und? Ja, geil. Absolut tanzbar. Okay. Ja, Bombe. Nee, wirklich ganz toll. Und viele tolle Musiker dabei, die man eben auch so kennt. Ja. Thompson. Also Thompson, auf dich freuen wir uns. Ja. Auch. Cool. Und geiler Typ. Ja, und dann haben wir jemanden, den hast du ja ins Boot geholt. Der Max von D schon wieder. Mhm. Kannst du was dazu sagen? Ja, Max kenne ich schon seit Jahren. Wir haben uns kennengelernt auf auch einem großen Festival in Erding. Und
Da bin ich echt gespannt drauf, weil da gehen wir so ein bisschen aus dem Allgäuer Raum raus. Mhm. Die schon wieder sind eine Erdinger Band, im Großraum München, viel unterwegs. Und die machen halt wirklich auch coole Sachen mit tollen anderen Künstlern. Mhm. Und was ich bei Max und bei Deschu wieder spannend finde, ist, dass die gefühlt in der Corona-Zeit nie Beine flach gehalten haben. Mhm. Ob sie dann online irgendwas gemacht haben, ob sie dann mit dem Fleischi was aufgenommen haben, ob sie dann mit der Monika Gruber was aufgenommen haben und gemacht haben, immer irgendwie gewuselt und aktiv waren. Ja. Dann natürlich auch über YouTube sind die mega stark, also die haben ja teilweise Videos im Millionenabrufbereich, was sensationell ist. Mhm. Und das auch aus seiner Warte nochmal zu betrachten. Mhm. Aber die spielen jetzt auch Biergartentouren. Mhm. Ja. Also die sind kaum geht's irgendwie, sind die am Start. Mhm, genau. Und das zu hinterfragen, warum die das machen und wie sie es machen, finde ich voll spannend, da mal reinzufühlen. Ja. Und inwieweit sich das ja auch im Vergleich zu vor Pandemiezeit verändert hat. Mhm. Weil auch da wird sich definitiv was verändert haben. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf Max Deschu wieder. Ja. Wir erweitern den Kreis der 0831-Szene. Ja. Sehr gut. Ja. Er ist ja auch schon oft aufgetreten, so hier in Kempten. Mhm. Und ja, also ich freue mich auch. Cool. Ja, dann haben wir, muss kurz überlegen, den Julian. Der Julian ist Regisseur und hat selber mitgespielt in dem Film Ausgerissen. Das waren die zwei Jungs, die mit dem Motorrad, Cool. In der Lederhose von München, glaube ich, sind sie losgefahren, bis nach Las Vegas gefahren sind. Sensationell. Ja, genau. Also mal so ein bisschen schauspielmäßig was dabei dieses Mal. Finde ich ziemlich cool. Da bin ich sehr gespannt, auch wie sein Film lief und so. Ich weiß nur, irgendwie haben sie 50.000 Ausstrahlungen gehabt oder sowas im Kino und also muss mega gut gewesen sein und bin ich gespannt. Ja, auch da, wie Schauspielerei und seine Arbeit pandemiebedingt beeinflusst ist. Ja, ja. Ob, inwieweit es tangiert und wie intensiv. Genau. Cool. Bin gespannt. Voll. Ja, und dann haben wir den fünften im Bunde, das war ein Zufallstreffer. Okay. Den habe ich am Wochenende kennengelernt, da war ich mit meinen Mädels in Füssen auf dem Mädelsausflug in der Bar abends. Und die Bar heißt Alex in Füssen, müsst ihr unbedingt hingehen, ist super. Und die Alex hat einen Freund und das ist der Mario. Okay. Und Mario arbeitet da mit und ist vor 2 Jahren ins schöne Allgäu gekommen, kommt eigentlich aus Berlin. Und der ist Schauspieler, also der hat schon 135 Filmproduktionen hinter sich. Also den sieht man in Tatort, eigentlich in jeder deutschen Produktion. Aber wenn man das Bild eingibt, dann kennt man ihn auch gleich. Ja, cool. Und bei Mario ist das Coole, er hat eine Veranstaltungsvergangenheit und auch noch Gegenwart. Also er hat angefangen mit Campino damals, mit den Toten Hosen, ist er auf Tour gewesen. Irgendwie 10 Jahre lang hat er da mit dem gearbeitet. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber er wird es selber erzählen. Und der Mario veranstaltet heute noch 4-mal im Jahr in Berlin auf der Spree Punkkonzerte auf einem Schiff. Und nächstes Jahr möchte er, falls es klappt, der wollte er schon früher machen, ging dann nicht wegen Corona, ein The Clash Museum aufmachen in Berlin, weil er der größte Sammler ist von The Clash Dingen, Utensilien. Er hat irgendwie, ich glaube, 20.000, 30.000 Sachen. Ach, ja, und eröffnet dann ein Museum. Okay. Und finde ich super cooler Typ, sofort sympathisch gewesen und einfach dieses Ding, er ist Veranstalter, er ist irgendwie auch Musiker, er macht ein Museum auf, er ist Schauspieler, der hat irgendwie so alles. Kulturschaffender durch und durch. Total. Ja. Arbeitet in der Bar mit. Ja. Schenkt da Aperol Spritz aus und freut sich. Ja, Bombe. Das ist geil. Ja. Ja, genau. Ah, und das wird auch spannend. Ja, da freue ich mich auch drauf. Mhm. Und das sind unsere nächsten 5 Kandidaten quasi. Mhm. Ja. Gesprächspartner. Gesprächspartner. Denen wir auf den Zahn fühlen werden und ins Herz reinschauen wollen. Ja. Weil das ist auch das, was mich echt fasziniert. Mhm. Die Offenheit und die Ehrlichkeit, was wir vorhin schon angesprochen haben. Mhm. Und diese Empathie, die dadurch entsteht, das ist ultra krass. Mhm. Cool, dann haben wir 5 tolle Sendungen, die anstehen. Ja, genau. Wollen wir uns mal, oder das ist uns beiden ein Anliegen, es gibt eine Latte an Unterstützern, an Menschen, denen wir Danke sagen wollen. Ja, unbedingt. Einfach, weil es eine tolle Zusammenarbeit ist, weil es eine tolle Unterstützung ist. Mhm. Und darf ich anfangen? Du darfst gerne anfangen.
Ich möchte mich beim Marcel und bei dir bedanken. Tito. Ja, weil das ist echt sensationelle Zusammenarbeit. Mhm. Marcel hinter der Kamera, super cool und mega fett, dass du den Wahnsinn mit uns hier mitmachst. Ich weiß, das ist für dich immer super viel Arbeit und bedeutet auch ganz viel schlaflose Nächte, wenn mal die Technik wieder nicht so funktioniert hat, die eigentlich meistens funktioniert, aber auch da, du steckst deine Freizeit rein, bringst Agnes mit, auch Agnes, danke an der Stelle nochmal an dich. Ihr seid beide immer voll am Start und ja, macht das Projekt oder dieses Format Studio Talk Kulturgesichter 0831 zu einem Herzensprojekt, definitiv. Und das ist bei dir genau das Gleiche, genau. Herzchen, das ist bei dir genau das Gleiche. Die Kommunikation, die du führst mit den Künstlern, die Leute, die du ansprichst, wie zum Beispiel in einer Bar in Füssen, ja? sensationell. Und auch unsere Zusammenarbeit ist einfach, ja, ich möchte es gar nicht Arbeit nennen, sondern das zusammen gestalten und schaffen, mega, mega, mega schön. Und das macht es für mich ein wirkliches Herzensprojekt, genau. Ja. Jetzt muss ich das zurückgeben. Nein, musst du gar nicht. Überhaupt nicht. Will ich aber. Ja, kann ich nur zurückgeben, wirklich tatsächlich. Ich finde es immer wieder bewundernswert, wie du die Leute so kriegst für dich. Also die würden sich nicht so öffnen, wenn nicht du wärst. Wenn du nicht so authentisch wärst und nicht so, ja halt du. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und mitheulen muss. Ja, oh, ja. Mitheulen und ja, so. Voll. Bei mir sieht es immer keiner, aber ja, und das ist eine große Gabe, sage ich mal. Ich meine, man kann Moderator sein oder was auch immer, aber man kann auch Gesprächspartner sein in einem Gespräch oder Zuhörer oder was auch immer. Also, ja, genau. Jetzt wird es mir gerade heiß. Prost. Dankeschön. Prost. Wir machen aber die Dankesrede noch weiter, bitte. Mhm. Darf ich weitermachen? Super, gern. Ich möchte mich bedanken bei den ganzen Pressepartnern. Ich mache jetzt einfach mal die Pressepartner, das ist das Nächste, was mir einfällt. Und zwar haben wir ganz, ganz tolle Pressepartner, die alle immer redaktionelle Berichte bringen. In erster Linie würde ich mich beim Christian Geduld mal gern bedanken für den faszinationsvollen, was wollte ich jetzt sagen? Oder faszinierend oder fantastisch. Mit dem für den wirklich tollen redaktionellen Beitrag. Die Ann-Kathrin Weißenbach hat ein Interview gemacht mit dem Hannes und das Magazin ist super, ne? Das 0831 Stadtmagazin, sind ganz tolle Leute, die da auch immer ganz viel Herzblut reinstecken, immer schon. Auch das Allgäu Live-In, das sie mitbetreuen und ja, vielen lieben Dank. Ein sensationell guter Bericht geworden, 3 Seiten lang. Danke. Und genauso bei allen anderen Pressepartnern, Radiopartner, zum Beispiel Allgäu Hit, die Sendungen mit voll übertragen jetzt sogar. Also ihr könnt euch das jetzt auch anhören bei Radio Allgäu Hit. Ja, also das ist so ganz arg wichtig, finde ich auch, weil nur so gewinnt unser Ding natürlich an Aufmerksamkeit und auch einen gewissen Bekanntheitsgrad, dass die Leute das dann auch anschauen. Mhm. Ja. Und bei den Kulturschaffenden, die sich zur Verfügung stellen. Und natürlich da auch gerne nochmal der Aufruf, dass wer möchte, super gerne hier vor die Kamera sitzt, ins Gespräch mit uns geht. Wir sind der Überzeugung, dass jeder eine tolle Geschichte zu erzählen hat und ein bereichernder Austausch für uns ist und was auch in die Welt hinaus gehört. Mhm. Definitiv. Und auf der anderen Seite natürlich auch an euch, die ihr das anschaut, weil für euch machen wir das natürlich auch, also sowohl für die Kulturschaffenden, aber auch für euch und das tolle Feedback, was da immer reinkommt, ob das über die Social Media sind oder auch persönlich. Also ich bin gerade echt immer wieder geflasht, wenn ich persönlich darauf angesprochen werde, weil das sind dann oft Leute, wo du so denkst, so, ach Quatsch, du hast es angeschaut? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und dann auch immer so diese Berührung. Ja. Spürbar ist. Ja? Weil ob das dann 2, 3 oder alle Interviews oder Gespräche sind, die die Leute gesehen haben, das berührt die voll. Und das finde ich sensationell und deswegen danke da an euch für euer Feedback. Bitte nicht aufhören damit, im Gegenteil, weitermachen. Das lebt von der Interaktion, vom Austausch, ob es dann die Kommentare in Richtung der Künstler ist oder der Kulturschaffenden. Was Mut machen, das ein Danke, eine Begeisterung ausdrücken,
oder an uns in die Richtung. Feedback in jeglicher Form, voll gerne, voll super. Und dann auch untereinander austauschen, fänden wir super. Wäre mega, mega cool. Ja. Und jetzt habe ich einen Faden verloren, weil ich wollte nochmal irgendwas sagen. Genau. Und dass es wirklich viele Leute mitbekommen, weil wir sind der festen Überzeugung, dass es ein paar Leute mehr mitkriegen dürfen, weil es für alle eine Bereicherung ist. Liked es, kommentiert es und teilt es aber auch. Ja. Schickt es hinaus in die Welt, sprecht drüber, tauscht euch drüber aus, weil auch wenn das ein Aufhänger ist über einen Austausch, ist es ein guter Austausch. Ja, genau. Voll. Absolut. Eins habe ich noch. Die Leute, die bisher über unsere Crowdfunding-Aktion was gespendet haben, vielen lieben Dank. Da waren ein paar dabei. Dankeschön. Und, das sollte man nochmal kurz erklären. Warum Crowdfunding-Aktion? Genau, und wie also, man da spenden kann. Ja, wir haben, also wir haben eine Website, die heißt kulturgesichter0831.de und da gibt es eine Crowdfunding-Aktion auch drauf, weil wir natürlich ab und zu ein paar Kosten haben, die, ja, die wir versuchen zu bezahlen durch diese Crowdfunding-Aktion. Sei es jetzt irgendwie Technik oder mal ein Cutter, wenn man dann doch selber keine Zeit hat oder ich weiß schon gar nicht mehr, irgendwelche Anzeigen, die mir dann doch bezahlen mussten, solche Dinge. Also das ist nicht die Welt, aber ein bisschen was, was das Ding auch kostet. Und ja, genau, vielen lieben Dank dafür. Und ja. Voll gut. Halt, das ist jetzt sinnvoll erklärt. Crowdfunding-Aktion, seht ihr auch den Link auf der Kulturgesicht 0831-Seite. Ja, genau. Und da, jeder Euro tut gut. Wenn 100 Leute 5 Euro spenden, ist das Bombe, tut vielen nicht weh und ist eine gute Investition in die Kultur- und Veranstaltungsbranche des Allgäus. Ja, genau. In dem Fall, vielen Dank, Ramona. Danke dir, Hannes. Voll gut. Und ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen aus unserer Warte nochmal die Kulturgesichter 0831 noch ein bisschen anders beleuchten, was unser Antrieb ist, wofür wir dankbar sind, was uns dran fasziniert. So der Blick ein bisschen hinter unsere Kulissen. Gell? Genau. Voll gut. Danke dir für deine Zeit und fürs Dasein. Gleichfalls. Euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann du das Video anschaust. Und bitte, wie gesagt, fleißig teilen, Daumen nach oben da lassen und bleibt uns treu. Klickt die Videos an, die da sind und die noch kommen werden. Jeden Montagabend 20.15 Uhr strahlen wir das als Premiere aus, ist dann aber natürlich immer verfügbar für euch. Genau. Viel Spaß. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir auf Aufnahme gedrückt haben. Verarsch mich nicht.